Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Runde zur Panda Style. Genau, heute ist ja Dienstag und Dienstag ist immer Panda Style. Die erste Folge von Panda Style und heute mit einem Spielmodus, den ihr vielleicht wahrscheinlich schon kennt. Und ich sehr bevorzugt sogar noch nie eine Aufnahme davon gemacht habe. Nämlich ist dieser Spielmodus Ender Games auf dem GommaHD.net Server. Ich spiele hier übrigens mit dem Redcraft Texture Pack mit Shader. Wow, schleck mir. Ja, ich hoffe, dass ich den jetzt da noch hochbekomme. Und da geht's schon los. Ender Games ist im Prinzip so, da wird alles hin und her geportet. Du tauschst viel mit anderen Spielern, die Plätze, die Kisten porten sich hin und her. Die Items in den Kisten porten sich hin und her. Und das ist einfach nur Monster geil. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, unbedingt mal ausprobieren. Und da geht's jetzt auch schon los. Ihr werdet es gleich sehen, das ist gar nicht so leicht, da Items zu bekommen, weil man hat übrigens eine Friesenphase. Und man hat am Anfang so eine Art Kit. Ich habe jetzt den Barbar genommen. Okay. Können wir schon mal runtergehen. Ach du Scheiße. Was soll das denn bitte? Ich werde mir jetzt erstmal da hinten die Truhe holen. Muss ich immer ein bisschen beeilen mit den Truhen. Man kann nicht sagen, okay, ich nehme die dann gleich oder so. Nee, nee, das ist nicht so easy. LOL. Bringt das was, wenn ich mir die töte? Ja, doch, das bringt Fleisch, das ist gut. Man braucht Fleisch. Man kann übrigens auch alles abbauen, ist ja klar. Klar ist es nicht, aber... Okay, aber auf jeden Fall habe ich jetzt immerhin ein bisschen Fleisch. 7 Fleisch, aber ich könnte mir ein Eisenschwert craften, wenn ich Holz finden würde. Na, das ist ja nur geil hier. Ohne Flachs jetzt. Ernsthaft. Oh, Diamant. Also Diamanten sind ja auch nicht mehr das große, besondere. Muss ja hier einfach mal kurz dazu gesagt haben. Und es gibt eben diese Schutzzeit. Ja, wenn das Spiel jetzt immer noch nicht verstanden hat, der ist nicht ganz helle. Enderperlen sind gut. Ihr habt schon gerade gesehen, da wurde schon einer weggeportet. Und wir werden jetzt mal schnetzeln gehen. So, dann haben wir den ersten. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier! Scheiße, 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 nur noch ein Herz. Shit, 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 shit. Hier ist der Rand der Map. Es verfolgt mich keiner mehr. Schnell was essen. Ach du Scheiße, ich wurde gerade wieder getauscht. Ihr seht es gerade. Das war mal ein gutes Beispiel. Jetzt wurde ich wenigstens mal getauscht. Und jetzt hier weg. Ich darf mit niemand in Kontakt kommen. So, jetzt habe ich erstmal genug Essen wieder. Ach du Scheiße. Also als Barbar ist man auf dieser Map anscheinend ziemlich im Vorteil, weil es kein Holz gibt. Zumindest nicht so wahnsinnig viel. Hilfe! Ich will nicht! Nein! Hilfe! Jetzt kann ich hier auch sehen, wie weit der nächste Spieler entfernt ist. Okay. Ah, scheiße, er kommt auf mich zu. Holy moly shit, Alter. Hier ist noch Essen, das ist gut. Ich brauche Essen. Scheiße, wieder Essen, 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 Essen. Schnell, wir müssen trinken, regenerieren. Ich hab auch einen Bogen, das ist gut. Sehr gut. So. Ach du Scheiße. Nein, der hat uns gesehen. Hilfe. Ich glaube, ich habe mit ihm Platz getauscht. Ach du Scheiße. Mann.
Alter, was für eine Chaosrunde. Ich habe einen Kill gemacht. Hilfe, da ist noch einer. Ach du Scheiße, ich muss wieder was essen. Ach du Scheiße, ist das hier kacke, weil ich kein Holz finde. Jetzt hätte ich mir schon Eisenschwert und alles machen können. Oh Mann, da sind noch ganz viele Tore. Alter, ich könnte mir ein Dia-Schwert schon machen. Ach Scheiße, natürlich. War ja klar, dass ich die da nicht wegbekomme. Ich muss jetzt erstmal irgendwo hin und schauen, in welche Richtung der nächste Gegner ist. Und der ist ein paar Blöcke, 100 Blöcke entfernt. Der scheint sich auch zu entfernen. Gut. Puh. Kann ich hier erstmal... oder? Was macht der denn da? Oh Gott. Wo ist der? Da unten war doch einer, oder? Ist mir jetzt auch egal. So. Da hinten ist einer. Könnten wir uns eigentlich mal holen. In der Hoffnung, dass er vielleicht Holz hat. So, mal schauen. Bei mir klingelt jetzt das Telefon, das ist irgendwie gerade ein bisschen blöd. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht in der Aufnahme. Das wäre irgendwie scheiße. Scheiße, der hat ein Steinschwert, scheiße, weg. Weg. Telefon, hör auf zu klingeln. Oh lol. Da hat einer. Trollolol. Du willst mich verarschen, oder? Nee, es war nur. Alter, ich hab grad echt gedacht, der hatte. Scheiße, schade. Ich hab so viel Zeug, Mann. Ich kann nichts craften, weil ich kein Holz habe. Wie ich das hasse. Mann, ich brauche dringend wieder Essen. Da vorne ist eine Kühe, das ist gut. Ganz viele Kühe. Und ihr fragt euch, ja, pflückt doch die Pilze. Das geht, bringt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel grad. Weil ich ja auch nur die Pilze habe und es bringt mir ja wenig, nur Pilze zu haben ohne Schüssel. So, da habe ich wieder ein paar Pfeile, Erfahrungsflaschen, was mir wenig bringt. So, ich brauche hier echt dringend wieder ein bisschen Fleisch. Ist auch immer so schnell aufgebraucht. Ist immer ein bisschen kacke. So. Ich muss mal was futtern. Kommt der oder kommt der nicht? Muss ich jetzt Angst haben oder muss ich keine Angst haben? Er ist weggegangen, okay. Kann ich vielleicht noch ein paar Kühe füttern? Alter, es bringt mir doch nichts, das alles. Zwei Spieler sind noch verbleibend. Na, geile Scheiße. Wo ist der Gute? Okay, Leute. Wir sind wohl unter den besten zwei. Einen habe ich sogar selber ausgemerzt. Habe ich mich gerade selber abgeschossen? Alter, der hatte gute Bogenskills. Im Gegensatz zu mir, der hatte seinen Bogen meines Erachtens auch verzaubert. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Panda-Style hier. Für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Wert und natürlich sehr freuen. Und ja. Themensonntag habe ich leider verpasst. Aber naja, der kommt dann ab nächsten Sonntag. Kommt dann auch pünktlich immer Themensonntag. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.